dem Warschauer Flugplatz trifft eine Maschine mit ehemaligen hohen Nazi-Funktionären ein, die zur Zeit der deutschen Besatzung führende Posten in Polen innehatten. Die Anklage bezichtigt sie zahlloser Verbrechen gegen Recht und Menschlichkeit. Bühler, der Stellvertreter des ehemaligen Generalgouverneurs Frank. Frank selbst wird vor dem Nürnberger Tribunal abgeurteilt. Leist, der frühere Bürgermeister von Warschau. Jäger, einst Polizeipräsident von Posen. Beckmann, der ehemalige Chef der Krakauer Gestapo. Honigkau, Chef der Posener Gestapo. Daume, bevollmächtigter Vertreter der deutschen Regierung in Polen. Böss, der Kommandant des KZ Auschwitz. Das der Mann, der das beispiellose Geständnis ablegte, für den gewaltsamen Tod von rund 3 Millionen Menschen verantwortlich zu sein. Das Gericht in Warschau wird über das Schuldmaß jedes dieser Männer entscheiden.